So, willkommen im nächsten Teil. Es kann weitergehen. So, wir haben eben noch den Schrecken mit dem Mädel überwunden. Jetzt geht's schon weiter durch den düsteren Wald. Die Bilder lösen eine echte Erinnerung aus. Schon heftig. So. Kommen wir von da, also müssen wir nach da, glaube ich, ne? Schön, dass du da bist. Oh, schön, ja? Klang nicht danach. Ja, jetzt muss ich aber langsam mal einkriegen. Nur weil sie gesagt hat, er ist nicht ihr Freund oder so. Mann, Mann, Mann. Gibt's doch Schlimmeres. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helf dir. Scheiße, ist nicht da unten auch der See? Und da ist doch vorhin auch Zombie gewesen. Zwar nicht bei den beiden Protagonisten, sondern bei den anderen, aber. Ich hoffe mal, dass ich nicht recht habe. Dass hier irgendwie Wasser oder ein Gewässer ist. Ja, war doch so eine Art Zombie oder so. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Die Stadt rauskommen. Ich wäre froh, wenn ich erstmal drin wäre in der Stadt. Und Das hier war wohl mal ein Laden oder so. vernünftig irgendwelche Leute oder so finden könnte, die mir dann helfen. Stopp Die die Demo Rap. hat nichts gebracht. Naja. Haben sie eine Fabrik geschlossen, das ist ja scheiße. Ich hoffe ja, dass die Tür auf ist, aber warte mal, hier ist noch, liegt noch was. Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn es denn sein Oh, muss. stellt ihr sich nur an hier. Ah, geht doch. Dafür, dass ich keine Lust hatte, haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, müssen wir hier hochklettern. Ich versuch's zu öffnen. Das scheint echt ein schweres Fenster zu sein. Alter, jetzt krabbelt der da in so einen Echt Raum, jetzt? der so Du dunkel willst da ist. rein? Ich gehe rein, sehe mich um. Ist die Luft rein, mache ich die Tür auf. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ich beeile mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komme ich. Okay, mache ich. Also erstmal Brauche ein macht er Handy. Dinge, die würde ich nicht Wofür? tun. Licht, ist dunkel da. Bitte beeil Ich hätte es dich. nicht getan, ich wäre da nicht reingegangen. Ich hätte sie aber auf den Container mit hochgehoben, dass sie da wenigstens hockt und nicht auf dem Boden oder so. Bin drin. Kann natürlich sein, dass er gefährdeter ist als sie. Alles gut? Glaub schon. Jetzt mach schon. Ist das Telefon? Ne. Achso, öffne die Tür für Taylor. Ja, das. Mal gucken, wo die Tür ist. Alter, wie viele Taschenlampen da liegen? Da sind wohl schon einige draufgegangen. Scheiße. Ah, ich muss das echt nochmal üben mit dem Puls. Dass ich da nicht so eine Angst habe.
Hallo? Wer ist da? Komm, mach ihr die Tür auf. Komme nicht durch! Dieses Fenster ist versperrt! Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum! Mensch, mach die Tür auf, ey. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Lecker, die lecker. Die sehen satt aus. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geh klar. Oh, jetzt gehe ich wieder nach vorne. Moment, bin gleich da. So, da liegt ja was davor, da kann ich auch nicht lang. Ich hier lang? Kann ich auch nicht lang? Jetzt hier erstmal gucken, wo vorne ist. Ach, da. Das ist die Tür. Ganz ruhig! Ja, ich komme ja, genau. Kann sagen. Mein Avatar spricht mir aus dem Gedächtnis. Mann, muss die mich so erschrecken. Was zum... Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Also alle, die da hingekommen sind, haben in der Vergangenheit wahrscheinlich schon mal gelebt. Macht auf jeden Fall so den Eindruck, ne? Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib? Bitte, Herr, öffne die Türe nicht. Lass sie mir nichts antun, ich bitte dich, Gemahl. Eure Gemahlin ist verhaftet, Joseph. Hier ist das Dekret. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie. Der zukünftige Lehrer ist das. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Okay, also man kann sagen, es ist immer wieder ein Stück Vergangenheit irgendwie. Jetzt macht die Tür auf, ja. Lass sie endlich rein. Wo zur Hölle warst du? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Ja, komm. Immer die Wahrheit sagen, was du sagst. Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. Ich dachte, Angela bildet sich das Doppelgängerzeug bloß ein, aber wohl nicht. Tja. Angelas Zwilling wurde verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Ach, Scheiße.
Was meinst du? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Ich finde auch, Optimismus ist jetzt hier richtig an dieser Stelle. Also, Optimismus, kein Streit, zusammenhalten und sachlich mit Kopf vorangehen. Auch wenn es beängstigend ist. Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Ich würde auch sagen, wenn die links gucken, gucken wir mal rechts. Hier ist noch eine Tür oder so. Okay, Reynolds. Polizeidienststelle. Alles klar. Da ist eine Tür. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich es blöd finde, dass die Tür zu ist. Ich muss aber sagen, manchmal bin ich ganz froh, wenn die Tür nicht ganz... dass sie gleich aufgehen und es weitergeht. Ich habe alles verloren, steht da, okay. Ja, ich meine, der war im Knast, also es scheint ja eine Gefängniszelle zu sein. Dann hat er das da reingeritzt. Aber auf jeden Fall, wenn hier die Zelle ist, dann sind wir hier auch falsch. Wir müssen ja mehr dann in die Büroräume gehen. Das war die Tür, die zu war, dann müssen wir in die Richtung hier gehen. Ging ja darum, ein Telefon zu finden. Sag mal, den haben wir schon untersucht, ne? Ja. Ne, da gehen wir zurück. Okay, geht erstmal in die Richtung hier. Alter Hexenkerker, spannend. Gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Das erklärt so einiges, warum das ein Spukphänomen ist. Hier ist auch nochmal eine Tür. Mal, ob wir da rauskommen. Nee, die ist auch zu. Die Frage ist dann halt nur, wo ist denn das Telefon? Gucken wir mal hier rein, ne? Sieht doch nach Büro weitersuchen. Gemeinde Little Hope, Auszeichnung an die Polizeidienststelle Little Hope. Am 16. Januar 1972 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffman auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, um die vom Feuerwehr eingeschlossenen Familienmitglieder zu retten. Leider mussten sie vor den Flammen zurückweichen und mehrere Personen kamen ums Leben. Der Bürgermeister, Polizeipräsident und die Einwohner Little Hopes bedanken sich jedoch bei der Polizeidienststelle für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienst. Dienste der Öffentlichkeit. So.
Ja, wer jetzt eingeschaltet hat, wir sind hier immer noch im Little Hope Gameplay Part 1. Ne, Part 2 sind wir jetzt. Noch nicht mal Part 2, Part 3 ist es. Ne, Part 4 ist es sogar schon. Part 4. Gott. Mann, ich zocke zu viel. Warte mal, ach hier, ist da das Telefon geradeaus? Am Funkgerät auf jeden Fall. Scheiß Ding. Dachte, das könnte uns helfen. Da geht's auch nicht weiter. Das haben wir uns schon angeguckt. Also ein Telefon kann ja jetzt hier... Das wäre eine Tür, die haben wir gesehen. Kann ja nur irgendwo hier auf dem Schrank sein. Im Büro waren wir ja auch schon. Ja, komm, gehen wir mal raus und dann links rum. Geht's nur hier lang. Waren wir hier schon drin? Ja, da waren wir auch schon. Die Tür war verschlossen. Da waren wir auch schon. Etwas muss doch hier sein. Ah, hier, oder? Na also, ein Telefon. Wir haben es, Gott sei Dank. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Mist! Wow. Alter, hey. Dreht schon wieder durch. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. An der Wand ist ein Kabel. Vielleicht hier irgendwo eins. Ich hoffe nur, dass wenn er das Kabel dann hat, auch sagt, ey, ich hab es. Und denn hier links nicht lang? Nee. Tja, jetzt müssen wir noch ein Kabel finden. Alter, ich bin erschrocken. Das Telefon hatte geklingelt. Wie geht das denn? Was machen wir? Rangehen? Ja, rangehen. Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Kann ja nichts passieren. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Plötzlich tauchten vor mir ein Mann und eine Frau auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren mir so fremd.
ihr Gewand und die Art, wie sie sprachen. Okay, alles wird gut. Ich helfe ihnen, wenn ich kann, aber ich... Ich brauche ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Ich find's gut, dass er immer noch sagt, loslassen. Da keine Angst vor hat oder so. Also, das ist schon nervenaufreibend hier. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Der hat die bestimmt missbraucht, das Arschloch. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprech nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Genau, um die Geschichte zu verstehen. Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das Hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Alte Übel, ey. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Er hat sich an dem... Mary? Er hat sich an dem Kind vergangen, weißt du? Und erzählt was von Teufelbesessenheit und so. Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott schütze uns. So helft mir doch. Sind wir unter uns? Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Unschuldige Seelen, ey, wurden da verbrannt und umgebracht. Sie sind hier unter Mann, uns. Mann, ey. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Mann, haben die damals durch ihren Aberglauben an einer Mütze gehabt. Das ist ja grausam. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Gerade wenn der Mann von der Kirche... Was denkst du, war mit ihr los? ...dem kleinen Mädchen immer sagt, erzähl ihnen nichts von unser Geheimnis. Ah, oh, da könnte ich schon mal brechen, ne? Ich kenne das Mädchen.
Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Komm, sie ist ein kleines Kind. Ihr ist sicher nicht klar, was für Folgen ihr Handeln hat. Sie weiß ganz genau, wie ernst es ist. Aber die angeklagte Frau? Angela Nummer 2? Es schien, als hätte sie uns gesehen. Und einige der anderen auch. Da hast du recht. Sie haben uns ganz sicher gesehen. Ein Kind, das uns aus dem Nichts auftauchen sieht? Sie hätte es leicht für Hexerei halten können, gerade damals. Du kannst das Girl so viel verteidigen, wie du willst. Ich traue ihr nicht über den Weg. Jetzt mal ehrlich, wir verstehen nicht mal, wie wir all das sehen konnten. Wie soll es dann ein kleines Kind aus der Dame... Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher, wenn man jemanden, den man kennt oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Die hatten doch gefragt, was mit der passiert, wenn sie zwar verurteilt wird als Hexe. Ich vermute mal, sie werden sie ertrinken. Hey, Jailer! Wir sind hier! Ertränken, ertränken werden sie sie. Weil wir haben doch vorhin an dem einen See so eine Art Zombie gesehen, der da aus dem Wasser gekommen ist. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Sehr gut. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Ich glaube, aber Tod durch Ertrinken. Wir das rausfinden? Also, gehe ich immer noch von aus. Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Weil... Was soll's? Wer war das denn vorhin, der als Untoter aus dem See gekommen ist? Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Sehe ich auch so. Dein Streberlook täuscht. In dir steckt ein Krieger. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ein sehr geiles Game. Das müssen wir auf jeden Fall unbedingt durchsuchten. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst mal einen Daumen da, Kommentare, wie euch das Game gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.